Hallo und willkommen zurück beim Star Smoothie. Heute mit dem BLT Sandwich, einem Klassiker von der Sternflottenakademie. Und gleichzeitig ist das der Kosename, den der ehemalige Freund Maxwell Burke von der USS Equinox, nämlich unserer Lieblingschefingenieurin Belana Torres von der Voyager gegeben hat, wie wir es in der Doppelfolge Equinox gesehen haben. Im Deutschen falsch übersetzt steht BLT für Blattsalat, Lachs, Tomate. Im Original steht es für Bacon, Lettuce and Tomato. Also Speck, Salat und Tomate. Und so sieht das ganze Ding aus. Hier zeige ich euch dann mal den Querschnitt, denn Sandwiches schmecken im Querschnitt immer am besten. Und ich zeige euch jetzt, wie wir das machen. Sehr einfaches Rezept. Für ein richtig gutes BLT brauchen wir natürlich ganz klar Bacon. Aber nicht einen ganz normalen Bacon, sondern hier. Der ist mindestens 1 cm dick geschnitten, bekommt ihr an der frischen Theke eures Supermarktes für 2 Sandwiches, braucht ihr insgesamt 4 dieser Scheiben. Die kommen auf ein kaltes Backblech und die gehen gleich in einen kalten Ofen, wo die für 20 Minuten bei 220 Grad einfach so vor sich hin brutzeln. Damit rendern wir nämlich das Fett raus, was wir eigentlich wollen. Die 20 Minuten geben uns massig Zeit, unsere schöne Sandwich-Soße vorzubereiten. Da habe ich hier ca. 90 Gramm Dijon-Senf und da geben wir jetzt 100 Gramm Mayo dazu. Falls ihr nicht wisst, wie ihr Mayo selber macht, zeige ich euch das hier. Ich verlinke euch ein Video, wo ich eine Anleitung zum Mayo-Machen selber habe. Alles vermixen, bis es schön vermengt ist. Das Ganze einmal probieren, ob alles für euch passt. Entweder mehr Senf oder mehr Mayo. Vielleicht noch ein bisschen Salz dazugeben. Das Ganze nennt sich eine Dijonnaise und das könnt ihr auch fertig im Laden kaufen. Aber selbstgemacht schmeckt es natürlich besser. Eine der wichtigsten Zutaten natürlich die Tomate. Und die schneiden wir in ca. 1 cm dicke Scheiben. Packt sie auf ein Papiertuch, dass sie ein bisschen was von der Flüssigkeit abgeben. Und der wichtigste Schritt, salzt und pfeffert eure Tomaten von beiden Seiten. Das ist extrem wichtig und einer der wichtigsten Schritte, dass eure Tomate wirklich gut schmeckt. Also, wenn die eine Seite fertig ist, umdrehen und von der anderen Seite auch nochmal salzen und pfeffern. Ich wiederhole, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Nächste wichtige Zutat, Salat. Nun, hier scheiden sich die Geister. Ihr könnt Eisbergsalat nehmen, den ihr klein schneidet, für ein bisschen Crunch. Ich nehme hier den klassischen Kopfsalat oder Butter Lettuce, wie er im Englischen heißt. Zupft euch davon einfach ein paar Blätter ab, wascht die noch einmal ordentlich und dann könnt ihr die auch schon zur Seite stellen. 20 Minuten später hat unser Speck richtig schön Farbe bekommen, ist durch, hat viel von seinem Fett verloren. Und der duftet auch schon richtig phänomenal. Also, den jetzt einfach auf ein bisschen Küchenpapier abtropfen lassen. Und dann machen wir auch schon weiter. Denn das Baconfett, das ist ein reines Geschmacksgold. Denn da legen wir jetzt unser Sandwichbrot drauf. In meinem Fall ein schönes Landbrot. Ihr könnt aber auch Toast nehmen. Ihr könnt alles nehmen, was ihr wollt. Und damit streifen wir jetzt das Baconfett ab. Wenn ihr wollt, könnt ihr euer Brot auch in der Pfanne toasten, indem ihr einfach beide Seiten mit Butter beschmiert. Wichtig ist natürlich, beide Seiten mit dem Fett zu beträufeln und das Ganze geht dann zum Toasten nochmal für circa 5 bis 10 Minuten in den Ofen bei 200 Grad. Und dann haben wir nach circa 7 Minuten waren es bei mir, diese schön goldbraun gerösteten Brotscheiben. Okay, bauen wir unser Sandwich zusammen. Als erstes natürlich eine unserer wunderbaren Toastscheiben. Gefolgt von einer schönen Portion unserer Dijonnaise, die wir großzügig über die ganze Fläche verteilen. Knackiger, frischer, grüner Salat. So viel, wie ihr natürlich möchtet, dass ihr die ganze Brotscheibe damit bedeckt. In meinem Fall waren das so 2 bis 3 Blätter, die ich mir genommen habe. Dann die saftigen Tomatenscheiben, die wir gesalzen und gepfeffert haben, auf die wir nun unseren
Speck drauf tun, der richtig schön abgetropft ist und immer noch richtig schön knusprig und warm ist. Gefolgt von einer weiteren knusprigen Scheibe Brot, die natürlich auch großzügig mit unserer Dijonnaise beschmiert wurde. Also, dieses Sandwich, das ist doch eines Sternflottens-Captains würdig. Und das ist eines der besten Essen mit in der Akademiekantine. Also, lasst es euch schmecken! Okay, das Ding ist verdammt saftig. Daher zum Taste-Test werde ich mich jetzt ein bisschen vor über den Teller beugen. Das Ding ist einfach boom. Leichte Schärfe von der Dijonnaise. Die Salzigkeit vom Speck tritt durch die Frische der Tomate ein bisschen in den Hintergrund. Die Tomate, dadurch, dass wir sie gesalzen haben, kann ihre Süße entfalten mit einer leichten Schärfe vom Pfeffer. Und der Salat, richtig schön knackig und frisch, gibt einen richtig schönen Kontrast im Mund dafür. Super lecker, super geschmackvoll. Macht es nach. Und ich sehe euch nächste Woche wieder, wenn wir Seven of Nines New York Cheesecake machen. Bis dahin, wir sehen uns nächste Woche wieder. Eat long and prosper! Und um keine weiteren Rezepte mehr zu verpassen, abonniert doch einfach den Kanal und haut auch die Glocke an, dass ihr immer weiter benachrichtigt werdet. Zudem habe ich euch weitere geile Star Trek Rezepte hier in der Box verlinkt.